Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Dark Project Gold Edition. Und das Gold Edition betone ich bewusst jetzt mal, weil einfach das hier eine der Goldmissionen ist, was mir bisher gar nicht so wirklich klar war. Hatte ich auch, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Hier muss ich noch gar nicht her, weil ich bin eigentlich da oben. Wartet, ich muss einmal ganz kurz hier rüber, weil ich glaube... Da, da ist nämlich noch was. Ha, ich wusste doch. Ach, hätte ja klappen können. Manu. Okay. Okay, und wie ich jetzt auch erfahren habe, ist hier oben bei dem armen Tropf, da haben die Hüter den Wassertalisman platziert. Und ich habe mal versucht, wartet ganz kurz, einmal speichern. Ich habe versucht, so hier hinzukommen und das funktioniert. So komme ich nämlich an der Falle vorbei. Okay, jetzt einmal kurz aufmachen hier. Und... Empty. Now what? Ah, scheiße. Okay, offensichtlich befindet sich der Wassertalisman nicht hier. Irgendwer wird den schon gemobst haben. Das ist aber blöd jetzt irgendwie. Ha, daneben. Ah, hier ist was zum Lesen. Wartet mal. Uah. To Captain Colliard from Lady Valerius. I have received word of the shrine and treasure room you have found during your mission to Little Spider Problem. I look forward to receiving whatever bounty lies there and will not tolerate any more excuses about mysterious traps or another dangerous success, Lady Valerius. Okay, heißt also diese Lady Valerius, ich kann ihm die Pfeile klauen, sehr schön, hat den armen Herren hier aufgetragen, diesen Schatz zu bergen und dementsprechend muss ich jetzt wahrscheinlich zu dieser Lady, um mir meinen Wassertalisman zu holen. Was ich jetzt auch hoffentlich bald tun werde. Kleinen Moment, ich muss mal kurz gucken, das war der falsche Weg, ich muss glaube ich in die andere Richtung. Oh. Genau, hier unten. Ah! So, hier geht's längs, glaube ich. Erst nochmal speichern. Weil ich habe jetzt herausgefunden, dass es leer ist. Dementsprechend komme ich hier nicht her? Nee, komme ich nicht her. Ich komme von da unten. Nein, nein, nein. Ich will nicht, ich will nicht. Hey, komme ich hier nicht zurück? Hier komme ich da zurück. Wo muss ich denn hin? Oder muss ich doch da links? Wartet kurz. Wie immer, mein glorreicher Orientierungssinn. Ach so, hier oben. Hm. Hier oben, nicht hängen bleiben. Nein! Hier oben war ja auch noch ein Weg. Das ist ja gar nicht wahr. Jetzt bist du im Kreis gelaufen. Muss ich doch daher, hä? Okay. Laufe ich jetzt einfach mal hier entlängs. Und zack! Mann, 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 so viel Wasser. Puh. Okay, ich höre irgendwen quatschen. Das auf eine sehr seltsame Art und Weise. Okay, endlich keine nassen Füße mehr. Hier liegt ein Löffel und eine Pfanne. Das ist eine ziemlich lustige Geschichte. Als ich das erste Mal durchgespielt habe, habe ich... den Typ da versehentlich umgebracht, aber den brauche ich. Der tut mir auch nichts. Spy, you little fish. Oh no, it's a big fish, rather. Are you here to sing too? We'll reenact the memorable scene between Raoul and Valerius at the bridge. I'll begin. The city at night. Raoul, the handsome young opera house owner, sings to the lady Valerius. I, Raoul, do accuse you of using treachery to obtain your wealth.
Then Lady Valeria sings, I, Lady Valeria, have obtained the opera house, yes. Right from under your nose, you must kiss the ground underneath. Es tut mir leid, dass ihr euch das jetzt antun müsst, aber ich muss es mir auch antun. Und Garrett leider auch. Und irgendwie ist... Stealing food and such as I need. She can't kick me out, not Raoul. Then they come down, looking for spiders. But they found the treasure from the shrine instead. Ja, das ist es, was wir wissen wollen. She has that too. I've seen her with it. It has powers. You could steal it from her, yes? Sure. That would make her sad. Oh. Let's see. What would she sing? I know. Lady Valeris, weeping in her chamber, sings, I, Lady Valeris, am so, so sad. Where has the treasure gone that once made me glad? Oh, komm schon, bitte. Gib mir einfach den verdammten Schlüssel und die Map. Dankeschön. You need a key? You can get that too from me. Remember, our left at the sewer. Though the right might look newer, that's the secret of the way in. Now go, go, go. Up, up the rope you go. Why do you move so slow? Oh Gott, hör doch bitte einfach auf. Between Raoul and Valerius at the bridge. I'll begin. Oh, dein Ernst? Warte, warte. Das tut mir sehr leid. Aber ich kann mir das echt nicht mehr antun. Schlaf einfach, bitte. Danke. Okay. Also, dieser... Goblet will ich nicht. Dieser lustige Kerl hier... Futtern wir uns erstmal seinen Käse. Hat uns quasi gesagt, dass tatsächlich unser Wassertalisman bei Lady Valerius ist, hat uns eine Karte gegeben von dem Opernhaus, in dem sie sich befindet und dementsprechend wahrscheinlich auch unser Talisman und den Schlüssel zum Opernhaus. Wahrscheinlich ist er einer der wenigen, die da mal gearbeitet hat, der da mal gearbeitet hat, so rum. Und ich glaube, ich muss hier hoch. The curtains went down on this guy a long time ago, but he's the best lead I have. Yep. New Objectives. Okay. Meine Objectives waren übrigens vorher, dass ich quasi den Talisman finden und mitnehmen soll. Also in den Katakomben finden und stehlen. Jetzt soll ich ihn immer noch finden und stehlen, aber jetzt soll ich... The strange hermit ravings are your best clue. That the talisman has been moved to the opera house above the caverns. Find the opera house and break in. Also ich muss ins Opernhaus einbrechen. Das Opernhaus ist natürlich gefüllt mit sehr vielen wertvollen Dingen. Ich soll 700 an Loot mitnehmen. Und wenn ich den Talisman habe, muss ich zurück auf die Straße und es wieder verlassen. So, das sind meine neuen Objectives. Eine neue Map habe ich, glaube ich, auch. Sollte ich eigentlich haben. Offensichtlich habe ich die noch nicht. Achso, ich kann doch hier durchscrollen, ne? Hier so gedönsens. Warte, wo ist denn Büros? Ah, hier, okay. Jetzt habe ich die neue Map. Vom Basement. Vom First Floor. Vom Second Floor und vom Third Floor. Mit einem V und einem Ausrufezeichen. Dementsprechend wird sich da wahrscheinlich die Lady Valerius befinden. Hopp. So, da ich das Ganze jetzt auch auf Deutsch bei Kind des Karas schon gesehen habe, weiß ich, was der Typ auf Deutsch sagt. Und zum Schluss gibt er uns den Tipp, geh nach links im Kanal, denn nach rechts wäre fatal, so in der Art. Allerdings... Muss ich zugeben, dass rechts mich jetzt eher reizt. Ey, geh da hoch. Geh da hoch. Dann halt nicht. Einfach weil... Schnell speichern. Während wir an der Leiter hängen. Ups. So. Da. Aha. Kommt mir ja doch irgendwie so ein bisschen bekannt vor hier, ne? Ich gucke mich einfach mal ein bisschen um hier.
Also ich glaube, da komme ich nicht rein. Hier komme ich auch nicht weit. Guck ich mal kurz hier drüben. Irgendwo muss hier doch noch was sein, was ich mitnehmen kann. Irgendwo liegt hier doch bestimmt irgendwas rum. Da drüben sind Wachen. Das heißt, da sollte ich vielleicht besser nicht hingehen. Da oben scheint auch jemand zu sein. Okay, also ich weiß zumindest jetzt, dass ich mich ganz in der Nähe des Opernhauses befinde. Warum ich hier nicht hergehen sollte, ist mir definitiv ein Rätsel. So furchtbar schlimm fand ich es jetzt nicht. Aber gut. Dann gehen wir doch mal nach links. This looks like the way in. Yep. Sieht aus, als ginge es hier ins Opernhaus hinein. Gut. Das heißt, eine der Objectives habe ich schon mal geschafft. Auch wenn das Spiel das offensichtlich noch nicht so ganz gecheckt hat. Dass ich jetzt im Opernhaus eingebreakt bin. So, und das hier wird jetzt eine ziemlich langwierige Geschichte. Einfach weil das zum einen ein ziemlich großes Haus ist und zum anderen ich mich wahrscheinlich wieder 50 Mal verlaufen werde. Gestaltet sich wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Ich muss jetzt erstmal gucken, in welche Richtung ich am besten anfange. Also, ich würde sagen, die Musik in diesem Opernhaus finde ich, by the way, ist ziemlich cool. Okay. Vielleicht kann man sich ja so ein bisschen an diesen grünen Dingern hier orientieren. Upsala, was war das denn? Orientier. Also ich höre hier noch keine Schritte außer meinen eigenen. Ich höre Stimmen. Das durchaus. Aber es ist auch alles. Dass hier hinter den Bildern nichts versteckt ist, Mann. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Die haben mich beim ersten Mal ziemlich erschreckt, diese Kerle, als ich hier war. Und wie viele Wasserpfeile habe ich eigentlich? 18. Ja. Also ich sehe noch nicht so den Grund, warum ich jetzt hier dunkel machen. Doch, ich sehe einen Grund, warum ich hier dunkel machen sollte. Oh! Da hinten ist ja einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Da vorne ist auch noch so eine Halle. Jetzt bin ich natürlich richtig schön laut hier. Immer richtig schön Krach. Ich weiß nicht, ob der Typ sich irgendwann mal so rumdreht, dass er nicht zu mir guckt. Ist natürlich ziemlich risky, hier jetzt in die Ecke zu schlüpfen. Ach, da ist er. Okay. Trallert hier so ein bisschen vor sich hin. Aha, okay. Jetzt kann ich mal gucken, ob der sich vielleicht irgendwann rumdreht. Das wäre optimal, mein Freund. Ja, ja gut, aber du drehst dich nicht ganz rum. Das ist ungünstig. Doch, bist du doch. Who's there? Hey, oh. Who are you? Wer ich bin? Dein schlimmster Albtraum. So, du kommst mir nicht hinterher, du kannst hier nicht rein. Doch, du kannst hier doch rein. Hui. Wie macht er das immer? Wenn ich dem oft genug auf die Schnauze haue, fällt er irgendwann um, ne? Autsch. Nee, ich krieg zu sehr auf die Schnauze, das hat so keinen Sinn. Irgendwie funktioniert das auch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Irgendwie dreht er sich nicht ganz rum. Was mache ich denn jetzt? Gaspfeil für den ist eigentlich unsinnig.
Habe ich Blitzbomben? Ich habe doch bestimmt Blitzbomben. Ich werde zwar total versagen damit, aber einen Versuch ist es doch mal wert. Okay, probieren wir das Ganze einfach nochmal. Hallo? Is someone there? Intruder! Help someone! Das hat geklappt. Cool, das hat echt geklappt. Ach, jetzt ist die hier natürlich... Oh nein. Ach, jetzt ist die abgehauen. Naja, ist egal. Ich hab Käse. Und eine leere Kiste. Ernsthaft, die bewahrt hier Käse auf? Leute. Das sieht aus wie so eine Ballettschule. Eine Healing Potion. Das ist doch schon mal viel wert. Und noch eine leere Kiste. Mein Gott, ihr habt hier nur leere Kisten. Euer Ernst? Okay, ich bleib aber erstmal auf der Seite hier. Und theoretisch könnte ich jetzt einen Stockwerk höher. Das bringt mir aber noch nichts, weil ich mich dann wahrscheinlich wieder, wie gesagt, nur verfransen werde. Mal ganz kurz hier in die Richtung. Kiste? Boah, es ist überall so mega hell. Ups. Schnell hier rüber hüpfen. Hupfen. So, was haben wir da? Ganz kurz reinspinksen. It's curtain time for you, thief. Ups. Da 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 da. Yes, yes, da ist sie. In die Ecke gedrängt zu sein, ist kein... Ist, wow, 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 raste doch mal aus. Raste doch mal richtig aus, Mann. Ich hab dich, ich hab dich. Ich hab dich. Nein, ich hab ihn, ich hab ihn. Boah, dass ihr mal abhauen müsst, ey. Das ist ja schlimm. Hey, 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 stehen geblieben. Alter, wo rennt der hin? There's no one here. Natürlich ist keiner hier. Ach, bist du süß. Der ist ja geil. Also jetzt haben wir sowieso schon bemerkt, dass ich hier bin. Jetzt kann ich auch ein bisschen Randale machen. Wenn schon, denn schon. Muss ich auch lohnen, die ganze Chose. Hey. Ah, jetzt sind die zu zweit. Okay, das ist ungünstig. Das ist wirklich ungünstig, möchte ich mal so sagen. Da, 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 da. Okay, ich finde irgendwo eine Möglichkeit, vor euch abzuhauen, Leute. Ich finde irgendwo... Ich habe eine Idee. Oh, Pool. Eine Idee, ich habe eine Idee. Zack. Haha. Okay, das war denkbar ungünstig, um hier einzusteigen. Jetzt weiß das gesamte Opernhaus, dass ich hier bin. Oh, das ist wirklich gar nicht gut. Wartet, nein, das ist nicht gut. Ich fange nochmal hier an. Einfach weil, ich kann euch das im späteren Verlauf noch zeigen, warum das so schlecht ist. Weil so komme ich definitiv noch schwieriger an den Wassertalisman ran. Sobald die bemerken, dass ich hier bin. Ich muss einfach versuchen, möglichst unbemerkt zu bleiben. Nicht ghosting-mäßig, sondern einfach nur, dass sie möglichst nicht erfahren, dass ich hier bin, wenn ich an der Form. Wie mache ich denn das jetzt am besten, Mann? Da ist es so hell, der sieht mich doch, wenn ich hier vorbeischleiche. Ich muss mal gucken, vielleicht. Schaffe ich es, wenn er sich rumdreht? No one. Okay, dann mache ich das beim nächsten Mal so. Ich schalte erst sie aus, dann schalte ich den anderen aus. Könntest du bitte mal aufhören? Ich versuche gerade meine Folge zu beenden. Danke. Und dann versuche ich mal weiterzukommen. Jetzt muss ich auf jeden Fall diese Folge beenden, weil ich habe schon wieder überzogen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch halbwegs gefallen, auch wenn einem die Ohren bluten nach dieser Folge.
Aber schaut auf jeden Fall unten in die Videobeschreibung. Und ich muss das jetzt einfach beenden. Die gehen mir so auf den Sack hier. Opernhäuser sind was Schlimmes. Bis zum nächsten Mal. Ciao.